Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Community Questions. Wir haben wieder eine neue Frage für euch, aber wir wollen einmal rückblickend auf die letzte Frage hineinschauen. Und zwar hatten wir da gefragt, was eurer Meinung nach das Spiel der E3 war. Da kamen ja einige geile Blockbuster raus, beziehungsweise ja auch wurden wir mit ein paar neuen Informationen zu bekannteren Spielen aufgefrischt, die ja schon auf der Gamescom oder halt eben schon letztes Jahr auf der E3 angekündigt wurden. Meiner Meinung, meine Spiele der E3 sind eigentlich ganz klar geregelt. Mafia 3, zwar wurde es ja schon letztes Jahr präsentiert auf der Gamescom, aber dieses Jahr ein bisschen mehr neuen Input. Und auch der Release wurde ja bekannt gegeben. Dann kommt FIFA. Ihr würdet jetzt womöglich sagen, ja, ist doch eh immer derselbe Einheitsbrei, da verändert sich großartig nicht. Ich würde mal sagen, dieses Mal nicht, weil meiner Meinung nach FIFA 17, vor allem mit dem Singleplayer-Modus jetzt, was ja dann, oder beziehungsweise Story-Modus, das jetzt dazu kommt, finde ich schon ein bisschen nice. Also ich bin total gespannt, wie EA es herausbringen wird, was sie da für Ideen haben grundsätzlich. Einige Sachen wurden ja schon gesagt, halt eben wie die Story sein wird. Ja, ich bin total gespannt. Die nächsten Spiele, beziehungsweise eigentlich mehrere Spiele, beziehungsweise eigentlich eher eine Hardware, was mich vor allem fesselt, jetzt nicht die Konsole von Xbox, sondern eigentlich die PlayStation VR. Die wurde ja schon lange, wird ja schon Werbung dafür gemacht, schon lange angepriesen, aber jetzt wurde ja nicht nur halt eben, gut, schon ein bisschen länger her, als das Datum halt eben angepriesen wurde, schon länger her, dass es bekannt ist, dass es im Oktober rauskommt. Aber der Preis ist jetzt bekannt. Und auch einige weitere Titel, die für VR kommen, zum Beispiel Batman, Resident Evil und. Also da finde ich, da werden noch einige Sachen rauskommen. Da bin ich total gespannt, wie VR eigentlich auf die nach Hause kommt bei uns und wie das ankommt generell. Aber gehen wir mal auf die neue Frage hin und die ist eigentlich ganz einfach gestellt. Und zwar die neue Frage, welches Spiel ist eurer Meinung nach das Spiel des Monats Juni? Da sind ja einige rausgekommen. Was ist eurer Meinung nach das Spiel des Monats Juni? Ich würde mich freuen, wenn ich eure Kommentare lesen dürfte, eure Meinung und gerne gebe ich auch meine Meinung unten in den Kommentaren dann auch ab. Bis dahin wünsche ich euch was und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao!